Ja, hey, Leute, was geht? Also willkommen zu diesem Informationspart meinerseits. Und im Hintergrund wird ein Black Ops 1 Gameplay laufen. Hardcore Domination mit der Enfield. Mitten in der Runde reingejoint. Und ja, ich habe mir Black Ops 1 wieder neu geholt. Aus verschiedenen Gründen. Dazu aber mehr in einem meiner zukünftigen Videos. Ich wurde weggestrikt auf YouTube, Boys. Es hört sich natürlich ziemlich witzig an und alles ein bisschen vielleicht übertrieben, aber ich habe binnen weniger Minuten 5 Strikes bekommen. Ich wurde von irgendeinem Nutzer oder vielleicht sogar vom Algorithmus selbst detected und eben gestrikt, weil ich anscheinend gegen die YouTube Community Guidelines verstoßen habe, was ich nicht getan habe, beziehungsweise es argumentierbar wäre, ob 2 der 5 Strikes gerechtfertigt sind. Ja, 5 Strikes binnen weniger Minuten. Das hört sich alles ziemlich strange an und tatsächlich war es ziemlich strange gestern Abend. Darum habe ich natürlich nach einem emotionalen Zusammenbruch, der mehr oder minder gar nicht so stark war, gleich Einspruch eingelegt und gesagt, ja, Jungs, da stimmt was nicht. Klar, aber erstmal auf Social Media gesagt, hey Jungs, Kanal ist weg. Ja, erstmal kleine Informationen spreaden, man weiß ja nie, ja. Ihr wisst, ja, wie der Hase läuft. Und dann habe ich natürlich erstmal ein bisschen gechillt. Ich habe dann verschiedene Dinge noch gemacht, habe dann aber auch ein bisschen Luft gebraucht, ja, zum Klardenken und so weiter und so fort. Weil ich halt wirklich gedacht habe, scheiße, Digi, hast du wirklich gegen die Guidelines verstoßen? Habe mir die E-Mails durchgelesen, dachte mir so, nein, habe ich nicht. Ich habe gegen keine einzige Guideline verstoßen, zumindest wäre es argumentierbar gewesen bei 2 von 5 Fällen, wie bereits erwähnt. Aber ich habe nicht pornografischen Inhalt veröffentlicht, ich habe keine irreführenden Titel oder Thumbnails verwendet. Ich habe nichts getan, was gegen jegliche Guidelines spricht, rein gar nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist halt alles merkwürdig, läufst du mal eine Runde, chillst ein bisschen, gönnst dir eine Ziggy, ja. Und habe dann den Abend bis 2 Uhr nachts tatsächlich mit ein paar anderen Leuten verbracht. Wir haben schon ein paar Games, Minigames gespielt. War ich echt witzig. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht, habe mir gedacht, yo, Diggi, du hast ja gestern noch schnell einen neuen Kanal gemacht, machst du mal ein Video für den Kanal, um zu sagen, hey Jungs, ich lebe noch, keine Ahnung, was da los ist, chillt mal, ja. Gerade als ich dieses Video machen wollte, bin ich nochmal spaßeshalber auf meinen Kanal gegangen und er war natürlich immer noch gesperrt, logischerweise. Und so 5 Minuten später, nachdem ich halt immer wieder angefangen habe und versucht habe, das zu recorden und alles mögliche, war der Kanal wieder da. Und ich habe meinen Augen nicht getraut, erstmal in einem großen Discord-Server hier den Link gepostet, im Unofficial Life is Strange Discord-Server tatsächlich. Und Self-Advertisement ist natürlich da verboten. Ich so, hey Jungs, sorry, chillt mal bitte hier, ich habe eine Frage, könnt ihr auf den Kanal zugreifen, seht ihr den Kanal, seht ihr die Videos, könnt ihr was aufrufen? Da kam natürlich dann ein freudiges Ja zurück und ich habe mich natürlich noch entschuldigt, wobei alles dann klar ging, weil die Admins halt eigentlich echt korrekt sind und ich habe meinen Kanal wieder, I'm back, bitches, hä? Tatsächlich war es vielleicht sogar abzusehen, aber ich hatte einfach generell ein schlechtes Gefühl, dass diese 5 Strikes oder zumindest mindestens 3 Strikes sogar gerechtfertigt sind. Darum hatte ich, wie gesagt, ein ziemlich mieses Gefühl und dachte mir so, oh shit, stell dir mal vor, das wäre jetzt echt wirklich alles richtig so, was getan wurde, dann wäre das echt schlimm gewesen, weil halt ich mit dem Kanal wirklich viel erlebt habe und das echt schade gewesen wäre. Wie dem auch sei, ich wollte euch mal nur kurz ein bisschen den Status meines Kanals mitteilen, kleines Update-Video und ja, ich hoffe, euch hat das Gameplay einigermaßen gefallen. Wie gesagt, zu Black Ops 1 werde ich in einer meiner kommenden Commentaries was sagen. Life is Strange Before the Storm Let's Play wird fortgeführt und ich habe meinen Kanal wieder. Feels fucking good, man. Servus, haut rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.